Sag mal, Max, du bist jetzt der Geschäftsführer von der Miss Germany Corporation. Ihr habt jetzt ein neues Konzept. Ich würde einfach gerne mal von dir hören, wie seid ihr zu diesem neuen Konzept gekommen? Wie kam es zu dieser Neuentwicklung? Eine theoretisch lang zu beantwortende Frage. Also wir sind ja ein Familienunternehmen, jetzt in dritter Generation und uns gibt es ja auch schon seit über 60 Jahren. Also mein Großvater, der jetzt auch immer auch noch im Büro ist und jeden Tag auch ins Office kommt und eben auch da unterstützt und beratend aber zur Seite steht, haben wir vor 4 Jahren sozusagen den Geschäftsführerwechsel hinter uns. Von meinem Großvater und meinem Vater auf meinen Vater und mich. Da haben wir dann entschieden, dass wir da näher sozusagen am Puls der Zeit sein müssen und uns da nochmal verwandeln müssen. Und dann war das aber ein langer Prozess. Also bei einem Familienunternehmen ist das Schöne, du hast natürlich immer die Gewissheit, dass du niemals einen Dolch im Rücken plötzlich hast. Und du kannst dich immer auf die Familie verlassen. Aber natürlich hast du eine ganz krasse Intensität, die da auch natürlich mitschwingt. Eine ganz, ganz hohe Emotionalität, die da natürlich auch immer mit dabei ist. Und vor 4 Jahren haben wir dann langsam die Statuten angepasst. Ich meine, Miss Germany gibt es seit 1927 und es ist viel, viel Gelerntes und viel dabei, was einfach auch immer so war und dann gesagt worden ist, das kann dann ja auch fast immer so bleiben. Vor 4 Jahren war es dann ja so weit, dass wir gesagt haben, okay, mit dem Geschäftsführerwechsel kann man auch einen Strategiewechsel sozusagen einleiten. Dann waren es kleine Änderungen einfach von den Statuten, also von den Regeln sozusagen, um überhaupt bei Miss Germany mitmachen zu können. Und vor 2 Jahren haben wir dann gesagt, das reicht nicht und wir brauchen einen kompletten Relaunch. Also vor allem inhaltlich, aber auch visuell, vom gesamtheitlichen Markenauftritt, von der Brand Identity mit allem drum und dran, was dazugehört. Und dann haben wir vor 2 Jahren eben angefangen. Das hört sich nach unglaublich viel Arbeit an. Also das ist ja praktisch ein Neustart für euch gewesen. Also wenn man es ganz krass runterbrechen will, war es damals tatsächlich einfach nur ein Schönheitswettbewerb. Und heute sind wir halt eine Plattform für Female Empowerment. Ich glaube, das ist auch immer noch ein Prozess, aber es hat sich mega gelohnt. Also man bekommt das Feedback natürlich. Es war sehr nervenaufreibend. Das wollte ich jetzt als nächstes fragen, wie war das Feedback der Leute? Ich meine, all die Menschen da draußen, die jetzt Miss Germany mit was anderem assoziieren, wie war das? Wie ist das angekommen? Seid ihr da auch so ein bisschen angeeckt? Ja, also es war sehr divers, kann man sagen. Also es war sehr gespalten auch das Feedback, aber sehr intensiv. Also im Negativen, aber auch im Positiven. Mhm. Das Positive freut uns natürlich mega und die den Wandel nicht so toll fanden und als nicht richtig empfunden haben, da zeigt sich eben auch vom Wertewandel und von den Werten, die wir auch vermitteln wollen und von den Aussagen, die wir tätigen wollen, da merkt man einfach auch von der Zielgruppe, genau die Richtigen sagen, sie finden es gut und genau die Richtigen sagen auch, sie finden es nicht mehr so gut. Ja. Also da merkt man auch, dass diese inhaltliche Komponente auch in der Akzeptanz in der Gesellschaft ganz, ganz stark sozusagen divers auch aufgenommen wird. Und das genau das, finde ich, das bestätigt den Wandel auch so und macht mich eigentlich auch richtig stolz. Und wie ist jetzt der Wandel entstanden, beziehungsweise was ist der Unterschied von damals zu Miss Germany heute? Also wenn ich mir zum Beispiel Leonie von Haase anschaue, unsere aktuelle Miss Germany, eine mega starke Frau, eine mega authentische Frau, die sich auch zum Beispiel ihren Mund nicht verbieten lässt, aber genau das feiern wir auch. Also wir wollen sie da nicht verbiegen, wir sind dann eben nicht der sagt, oh, das darfst du nicht posten und das darfst du nicht sagen und nur so und so darfst du das machen, sondern wir arbeiten ja mit ihr zusammen und ganz eng zusammen und wollen sie verstehen, wollen ihre Persönlichkeit sozusagen entwickeln, sie fordern, fördern und sind da halt eben ein Partner an ihrer Seite. Und genau das wollen wir halt auch allen Frauen sein, die bei uns mitmachen, aber auch zeigen, dass alle Frauen genau das machen sollten und können, was sie sich eben auch wünschen. Und das ist, glaube ich, einfach so das krasseste oder der krasseste Unterschied von einfach damals, wo es einfach rein um die Ästhetik ging, um stark um die Äußerlichkeit. Natürlich wurden dann auch gefragt, ja, welchen Beruf macht denn jetzt die Miss Germany? Klar, aber also diese Intensität mit dem neuen Konzept, die hat sich natürlich mega gewandelt. Und wie unterschiedlich auch die Kandidatinnen waren und die Geschichten, die man auch nochmal erlebt hat, mit welcher Ernsthaftigkeit natürlich auch das Konzept verstanden worden ist und mit welcher Begründung auch überhaupt sich zum Beispiel für das neue Konzept beworben worden ist. Also ich finde es einfach viel spannender auch. Total spannend und abwechslungsreich. Ja, genau. Absolut. Kann ich nur bestätigen. Ich habe mich auch mit vielen Mädels unterhalten tatsächlich und muss auch sagen, dass jede Einzelne auf ihre ganz eigene Art und Weise was Besonderes ist und wirklich was, also tolle Eigenschaften mitbringt und so starke Persönlichkeiten, die ihr da rausgesucht habt. Wirklich ganz toll. Und das macht, finde ich, jetzt auch Miss Germany halt auch so, so spannend. Wenn du damals
Veranstaltung hattest, dann hattest du einen Laufsteg. Und dann saßen da viele, genau, dann saßen da vielleicht 10 Juroren. Man muss auch noch sagen, dann waren da ja auch die männerdominierten Besetzungen eher präsent. Was ja auch total irgendwie im Kontrast zu dem steht, was jetzt heute alles hier passiert. Ne? Also, dass da jetzt Männer entscheiden, wer schön ist. Ja, also, welche Frau jetzt die schönste von allen ist. Ich meine, das ist auch klar, wenn du dann auch über Jahrzehnte eben auch den Anspruch an eine Ästhetik-Krönung sozusagen stellst und das dann plötzlich auf einmal komplett umkrempelst, dass es dann auch natürlich auch Gegenwind gibt. Auch zum Beispiel in der Familie war das natürlich auch ein Prozess, der verstanden werden musste. Das ist natürlich auch in Familienunternehmen und in, oder generell in Unternehmen und in gewachsenen Strategien oder auch einfach generellen Strukturen. Generell, wenn so eingesessene Strukturen vorhanden sind, ist es einfach schwierig, die wahrscheinlich am Anfang zu brechen, weil viele da erstmal gegen sind. Ja. Wie hat denn dein Opa so reagiert, als dann so dieser Wandel kam? Magst du es erzählen? Ja, natürlich, natürlich. unterschiedlich. Ja. Also es war ein krasser lachendes Prozess. Ja, es war ein sehr, sehr... es war ein Prozess auf jeden Fall. Es waren sehr, sehr viele Gespräche und viele Diskussionen auch. Das war eine langjährige Arbeit, die dahinter steckt. Einfach, absolut, ne? Absolut. Also ich bin ja zum Beispiel auch mit dem Unternehmen auch aufgewachsen. Also natürlich hat man das von klein auf mitbekommen. Zwar erst ab 2003 so an das ganze Geschehen. Das war auch die erste Wahl im Europapark. Und da, also seitdem beginnt irgendwie meine Erinnerung. Aber es war natürlich auch für ihn einfach, wo ich dann plötzlich, also ich meine, wo der Enkel dann kommt und der dann sagt, ich will alles umkrempeln. Du Opa, lass uns das mal anders machen. Und ich glaube, wir sollten das so und so machen. Das war natürlich dann eine Herausforderung. Sag mal Max, und gibt es jetzt so bestimmte Anforderungen, die weiterhin befolgt werden müssen von den Frauen, die sich bewerben? Oder wurde jetzt alles über Bord geworfen, jetzt kann sich jede bewerben? Ja, also fast alles. Es wurde tatsächlich fast alles über Bord geworfen. Das Einzige, wir heißen ja Miss Germany. Man braucht also die deutsche Staatsangehörigkeit. Das ist die einzige Statut sozusagen, was eingehalten werden muss. Und wir wählen sozusagen, oder wir bilden die Plattform zwar für 18 bis 39, um sich zu bewerben, sozusagen auch die Range so ein bisschen auch einzugrenzen. Wir haben ja auch noch die Miss 50 plus Germany. Ah, aber, die auch noch. Ja, aber wir haben, da war ja auch noch was. Genau, also 18 bis 39, die deutsche Staatsangehörige. Und sonst ist alles weggefallen. Also früher durfte man ja nicht Mutter sein, durfte man keine Kinder haben. Das war halt einfach aufgrund des Englischen von Miss und Mrs., also die Differenzierung des Wortes einfach. Aber das haben wir alles sozusagen über Bord geworfen. Das war's. Früher gab es noch den Bikini Walk, der ist weggeflogen. Also ganz viel Neues, aber jetzt für die neue Regelung sozusagen eigentlich nur sei du selbst, sei cool, hab eine Geschichte, hab eine Vision, eine Mission, die du auch teilen willst, um natürlich auch andere zu empowern, zu ermutigen, auch eben sie selbst zu sein. Aber es gibt halt eben auch keine Regel, dass du irgendwie eine gewisse Körpergröße haben musst oder was auch immer, sondern egal welche Story du hast, es kann ja auch in der Geschichte und in der Vision, die du hast, kannst du von Winzerin, Yoga-Expertin bis hin zu Mega-Coach, Entrepreneurship, wir haben Mama. Alles dabei genau. Hier. Das finde ich, das macht es halt aus. Und ich finde, das sollte auch in der Gesellschaft viel krasser angekommen oder angenommen werden, dass man eben keine irgendwie Konventionen oder Erwartungshaltungen erfüllen muss, sondern eben seine selbst sein kann und so einfach sein kann, wie man möchte. Und ich glaube, das ist so der Kern, den wir mit Miss Germany auch irgendwie vermitteln wollen. Für mehr Infos checkt ihr natürlich unter mir hier die Infobox. Ganz wichtig, kommentieren, liken und abonnieren. Und wenn ihr so richtig verrückt sein wollt, ihr Lieben, könnt ihr sogar auf die Glocke hier klicken. Und dann werdet ihr jederzeit benachrichtigt über die News von Miss Germany 2021.